Ich finde, Online-Multiplayer mit Voicelines hat insofern einen Vorteil, dass es halt Voicelines sind, die erstens nicht inhaltlich wichtig sind. Das heißt, es ist eigentlich egal, ob du immer verstehst, was gesagt wird. Und zweitens werden die gleichen Voicelines halt immer wieder wiederholt. Ich habe das tatsächlich mit Russisch gemacht. Viel. Also ich habe Hearthstone eine Weile auf Russisch gespielt. Ganz am Anfang sogar. Ich habe Heroes of the Storm immer noch auf Russisch stehen. Und klar, du hörst halt immer wieder die gleichen Sachen und du kennst nachher Wörter, wo dich Muttersprachler dann angucken und fragen, hä, wo hast du das Wort denn her? Aber das kann auch Vorteile haben. Die andere große Kategorie ist für mich Point and Click, beziehungsweise Adventure Games. Wem das nicht sagt, ja, das sind diese Spiele, in denen man in eine Geschichte reingeworfen wird und dann im Grunde Rätsel lösen muss, indem man Sachen irgendwo aufhebt und sie woanders benutzt. So, ganz simpel gesagt. Die großen alten Vertreter davon sind die Sierra-Spiele oder die LucasArts-Spiele, wie zum Beispiel Monkey Island. Das habe ich hier auch mal kurz als Screenshot drin. Ja, falls das jemandem nicht sagt, das sind ganz alte Spiele, die wurden aber auch neu aufgelegt und man muss die eigentlich kennen, wenn man Videospiele spielt. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die sie nicht kennen. So, das ist ein Klassiker. Den gibt es auf Deutsch, der ist auch gut auf Deutsch. Es gibt aber auch noch ein paar andere. Es gibt vor allem ein deutsches Spieleentwicklerstudio, das im Bereich Point-and-Click in den letzten 10-ish Jahren, ein bisschen mehr, echt viel rausgebracht hat und mittlerweile auch sehr bekannt dafür ist. Und zwar ist das Daedalic. Die haben unter anderem diese Spiele hier gemacht. Im Englischen heißen die Edna und Harvey. Im Deutschen hieß das erste Spiel einfach ursprünglich mal Edna bricht aus. Was an den Daedalic-Spielen halt super ist, das sind Spiele, die im Original deutsch sind. Das heißt, die Texte sind auf Deutsch geschrieben. Nichts gegen Übersetzungen. Es gibt eine Menge richtig gute Übersetzungen natürlich. Aber der Vorteil von diesen Spielen ist, dass sie von Millennials, also von jungen Leuten geschrieben sind, die dementsprechend viel Umgangssprache verwenden, viel Millennial-Humor. Also auch einfach sehr alberne Humor, ja, muss man mögen. Und die Puzzles sind tatsächlich sehr so im alten Point-and-Click, vor allem LucasArts-Stil. Ich erinnere mich auch noch, auf der Verpackung von Edna bricht aus, stand damals so ein Sticker von den Leuten, die Monkey Island gut finden. Ah, okay, ja. Genau, von denen gibt es einige Spiele, die findet man alle auf Steam. Da gibt es auch regelmäßig Sales, wo es die ganzen Spiele echt billig gibt. Also die Daedalic-Spiele im Speziellen. Auch gespielt habe ich, wie gesagt, A New Beginning. Da war Deep Silver auch involved. Das ist ein ganz interessantes Spiel, insofern, dass es auch um, da geht es um Umweltthemen. Und es bietet sich an, weil es auch so um so eine internationale Cast geht. Das fiel mir halt noch ein, als so besonders herausstechend, dass das, glaube ich, noch nicht so viele kennen. Aber generell sind die Daedalic-Spiele, wie gesagt, zu empfehlen, weil es Originalspiele, also original deutsche Spiele sind, die Untertitel in super vielen Sprachen haben, die Adventure und Point-and-Click sind und alles in allem nicht besonders schwer. Und bei Point-and-Click generell gilt, dass man die meisten Sachen auch leicht sich nochmal wiederholen lassen kann, indem man einfach nochmal die gleiche Sache anklickt oder so. Ja, dann hört man auch die gleiche Dialogzeile nochmal. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit die Screenshots offen, ich Depp. Jetzt schalten wir mal zurück auf die Kamera. Genau, das sind zwei. Dann gibt es natürlich noch die Telltale-Spiele. Die sind nicht. Die fand ich ziemlich gut, muss ich sagen. Oder ich habe einige jedenfalls davon gespielt, die The Walking Dead-Spiele zum Beispiel, die erste Staffel, zweite Staffel auch noch vielleicht, weiß ich nicht mehr genau. Ich habe die ersten zwei gespielt, ja. Die anderen liegen seit Ewigkeiten in meiner Bibliothek. Ja, Ja. das ist schon. Aber die sind echt gut gemacht. Ich meine, die sind natürlich ein bisschen anders als klassische Point-and-Clicks, aber ich finde trotzdem sehr interessant und die Story ist meistens packend, nicht immer, aber bei The Walking Dead fand ich es zum Beispiel. Hast du The Wolf Among Us auch gespielt? Nee, das ist nämlich auch noch auf meiner Liste, was ich spielen Das hat wollte, mir weil das richtig, echt gut richtig gut sein soll. gefallen. Und das war auch einer der Hauptgründe, oder der Hauptgrund, wenn ich ehrlich bin,
warum ich so traurig war, als Telltale dann untergegangen ist, weil die am Arbeiten waren von einer, also die wollten eine Fortsetzung von The Wolf Among Us machen. Und The Walking Dead hat mir richtig gut gefallen, aber ich glaube, The Wolf Among Us hat mir zumindest, als ich es gespielt habe, noch besser gefallen. Genau, und die Spiele gibt es auch auf Deutsch. Ich muss leider sagen, zumindest die Übersetzung vom ersten The Walking Dead Teil fand ich, auch da, Disclaimer, als ich es gespielt habe, schrecklich. Tatsächlich war das Problem, glaube ich, nicht, dass jemand nicht gut genug Deutsch konnte, sondern dass der Übersetzer nicht gut genug Englisch konnte, stellenweise. Sodass dann so Sachen kamen wie, es gab einen Charakter, der völlig hysterisch ist und dann sagt, nein, no, I don't want that, it's not Christian. Was in dem Kontext nichts anderes heißen konnte, als das ist nicht christlich. Ja, es ist nichts, was einem Christen, was ein Christ tun sollte oder sowas, ja. Und das wurde in den Untertiteln übersetzt als, ich will das nicht, das ist nicht Christian. Oh Gott.